Hallihallo meine Lieben, ich habe heute für euch meine Juli-Favoriten. Vorab wollte ich mich nochmal entschuldigen, dass letzte Woche kein Video online kam. Das lag daran, dass die Sonne schien und es einfach warm war, der Sommer war da und mein Mann hatte Urlaub. Wir haben sehr, sehr viel Zeit zu dritt verbracht und waren nur unterwegs, deswegen sorry nochmal. Aber jetzt geht's wieder los, ich hoffe, ihr verzeiht's mir. So, wir starten durch und zwar fange ich an mit dem MAC Studio Finish Concealer. Ich habe ihn in der Farbe NC20, hatte mal gesagt, dass ich den nicht tragen konnte, weil mein Auge getränt hat. Allerdings habe ich gemerkt, dass wenn ich eine Creme oder eine Base drunter gebe an die Stelle, wo es halt immer getränt hat, das war meistens hier, ging es. Also seitdem tränt es nicht mehr und seitdem kann ich ihn wieder benutzen, was mich sehr, sehr freut, weil er wirklich sehr stark deckend ist. Er ist eigentlich nicht geeignet für unter die Augen, also auf die Augenränder, aber ich mache halt einmal die Woche wirklich, mache ich ja immer so meine Routine mit meinem wirklich Schrubbenpeeling und alles drum und dran in meinem Gesicht und dann mache ich auch immer abends vorm zu Bett gehen eine Schicht Nivea Creme drauf und lasse es einwirken und dann kurz bevor ich dann im Bett bin, dann wird das nochmal so abgetupft und einmassiert, damit geht es. Also ich habe gar keine trockenen Stellen oder sonst irgendwas. Und dann jeden Tag benutzt den Chanel Tante Soleil Bronze Universelle. Ich habe einfach damit das perfekte, natürlichste Ergebnis rausbekommen. Ich liebe es einfach. Ich habe jetzt da drin auch schon eine coole, so eine leichte und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann wirklich nur sagen, das ist mein Top-Sommerprodukt. Und würde ihn mir auch immer wiederholen, weil für den Sommer ist das wirklich perfekt, wenn man sich schminken will und keinen Bock hat, irgendwie groß was zu machen. Dann damit, das bewirkt Wunder, wirklich, das macht so viel aus. Und ich habe wirklich, ich habe keinen Blush getragen diesen Monat, nichts, auch wenn wir mal weg waren oder so. Ich habe wirklich jeden Tag nur den benutzt, kein Blush, nichts, weil es mir einfach gereicht hat. Es sah am natürlichsten aus und ich habe ihn heute auch drauf und nur den und ich liebe es einfach. Dann habe ich diesen Monat für mich entdeckt eine Kombination aus zwei Mascaras und zwar diese hier. Die I Love Extreme Crazy Volume und die normale und ich trage immer erst die auf und dann die und das ist einfach für mich das perfekte Duo, das perfekte Dream Team und das Ding ist einfach, das sind zwei verschiedene Bürsten, ich zeige es auch euch mal, machen wir so, damit ihr es direkt sehen könnt. Die Crazy Volume ist die obere, das ist einfach so wie so eine Gummibürste, also es ist eine Gummibürste und die andere ist einfach viel dicker und größer einfach. Und die hier trennt die Wimpern wirklich sehr, sehr gut, verteilt die Wimpern, alles klar. Trennt die Wimpern wirklich sehr, sehr gut und die gibt halt nochmal diesen Wow-Effekt, also die normale. Und das ist einfach für mich das perfekte Dream Team, also ich habe für mich meine heilige Mascara-Kombi rausgefunden. Das ist diese. So, dann habe ich noch zwei Lidschattenpaletten, die ich diesen Monat benutzt habe, wenn ich mal meine Augen geschminkt habe, was wirklich sehr, sehr selten war. Einmal aus der Sleek-Palette Naturell, nur eine einzige Farbe und zwar die hier unten. Das ist so ein Vanilleton. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es ist halt hier noch so sehr Rand außen übrig. Die ist jetzt alle, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich sehr lange auf so einem Vanilleton-Trip bin und, was heißt Trip, ich suche nach so einem Vanilleton und ja, mir ist halt eingefallen, dass ich den hier habe, habe den jetzt komplett fast leer gemacht und suche jetzt nach einem Mono-Lidschatten in so einem Vanilleton. Wenn ihr Bescheid wisst, dann sagt mir Bescheid. Alles außer High-End, weil MAC Vanilla, ich weiß, er ist wunderschön, aber für einen Ton, den ich wirklich jeden Tag benutzen würde und der dann wirklich sehr, sehr schnell leer geht und ich mir oft nachkaufen würde, ist mir das dann doch zu teuer. Also wenn ihr eine günstigere Alternative zu MAC Vanilla habt, dann lasst es mich bitte wissen. Dann die Naked, die Urban Decay Naked Palette. Da habe ich die Farbe Virgin und die Farbe Naked benutzt, wenn ich mich dann mal geschminkt habe. Virgin einfach für den Augeninnenwinkel und Naked einfach, um den in die Lidfalte zu geben und das war es auch. Es war wirklich sehr, sehr warm und da war Schminke nicht so das Angesagteste. Dann Lippenstifte für diesen Monat. Da habe ich sagenhafte drei Stück. Ich kann nicht zählen.
Und zwar einmal von MAC die Farbe Shy Girl. Ja, das ist einfach so ein Nude mit so Peach drin. Habe ich jetzt auch schon öfter gezeigt. Ist einfach mein liebster Nude-Ton. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann von den Color Vivids von, was waren das? Maybelline New York, glaube ich. Ja, Maybelline New York. Die Farbe Vibrant Mandarin. Und das ist einfach so eine Wow-Farbe. Das ist wirklich, ja, so ein Mandarin-Ton. Und ich mag die Farbe wirklich sehr, sehr gerne. Es ist halt wirklich, wenn man was Knalligeres möchte, dann diesen hier. Es ist halt wirklich so eher orange. Mandarinfarbe eben. Und dann noch von Catrice meine neueste Liebe, und zwar Mad About Pink aus der Ultimate Color Reihe. Das ist jetzt aus dem neuen Sortiment, die Farbe 250. Und das ist einfach so ein schöner Koralleton, der, wie ich finde, ein Mini-Mini-Dupe zum MAC Nikki ist. Der war ja in der LE, das ist der hier in der Mitte. Und ich habe halt die ganze Zeit nach einem Dupe dazu gesucht und finde, ich habe jetzt einen, der mir reicht, gefunden. Und sorry wegen meinen Haaren, die nerven mich heute schon den ganzen Tag. Und ja, Liebe. Und dann habe ich noch, mir ist so warm, Leute. Meine Haare sehen aus. So, dann habe ich noch einen Chor-Kajal von Max Factor. Und zwar war ich sehr lange auf der Suche nach einem Nude-Ton für die Wasserlinie und habe ihn hier gefunden. Den habe ich hier auch schon geswatcht. Ich gehe da nochmal drüber. Und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem. Der hält bei mir auf der Wasserlinie und ja, hält einfach. Er hält den ganzen Tag. Und das ist das, was zählt. Ja. Der hat wirklich bei mir den ganzen Tag gehalten und bei mir ist das Problem, ich habe eine sehr empfindliche Wasserlinie und sobald da was drauf ist, fängt mein Auge an zu tränen. Bei den meisten Produkten und bei denen hier war es nicht so, deswegen top, 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 verliebt. So, und dann noch das Beste überhaupt, und zwar mein Balea Cremeöl-Dusche, meine Balea Cremeöl-Dusche. Ich sage immer mein, weil ich immer mein Dusch Gel sagen will. Genau. Ich hab's heute ein bisschen, ne? Mango, Butter und Ananas. Und ich liebe einfach diesen Geruch. Das erinnert mich so an Italien einfach. So an Urlaub. Und ich habe schon Backups, Leute. Ihr wollt sie gar nicht sehen. Wenn ich damit dusche, ich bin einfach jedes Mal in diesem Italien-Feeling. Und das ist so schön einfach. Ich liebe es wirklich sehr. Mein Baby. Alessandro hat ein Geschwisterchen. Nein, Spaß. Okay, jetzt habe ich mich voll gedatcht hier mit meinen Swatches. Und zuletzt noch von Yves Rocher dieses Öl. Das ist dieses Tahiti, bla bla. Ich kann es nie aussprechen. Monoide Tahiti, keine Ahnung. Und das ist auch so ein Italien-Produkt. Und guckt euch das mal an. Das ist schon wieder leer. Das muss ich jetzt wieder neu kaufen. Und diese zwei Gerüche sind einfach so Gerüche, die an meine Kindheit erinnern. Weil meine Schwester und meine Cousine haben das immer am Strand drauf getan, also dieses Öl zum Bräunen. Und dieser Geruch erinnert mich einfach so sehr an Italien. Und das riecht einfach nach dem Duschgel, was wir in Italien immer hatten. Deswegen ist das so mein Sommerurlaubs-Feelings-Ding. Ich liebe die zwei Gerüche einfach. Und sobald ich dusche oder mir das Öl aufsprühe, bin ich einfach in diesem Urlaubs-Feeling und da kommen einfach so Erinnerungen zurück und es ist einfach schön. Und ja, habt ihr das auch? Habt ihr auch so Urlaubs, beziehungsweise habt ihr Gerüche, die euch sehr, sehr stark an eure Kindheit erinnern oder an irgendeinen Urlaub oder an irgendeine schöne Zeit? Bei mir ist das mit sehr vielen Gerüchen und mit sehr vielen Liedern, so mit Musik sehr oft. Und die zwei erinnern mich einfach an einen bestimmten Urlaub. Und ja, ich war zwar sehr jung, aber es war ein wirklich sehr, sehr schöner Urlaub mit der Familie, mit meiner Mama und meinem Papa zusammen. Und ja, ich liebe diese zwei Düfte, deswegen meine Favoriten. So, als allerletztes habe ich noch einen klitzekleinen Favorit, und zwar habe ich den an. Und das ist meine A-Kette. Ich zoome euch mal schnell rein. So. Und ja, ist einfach so ein ganz, ganz kleines A. Die Kette ist vom Primark und die war runtergesetzt auf 1 Euro und ich finde die einfach so schön. Die ist so ganz dezent und echt für 1 Euro.
Ich habe die jetzt in letzter Zeit wirklich fast jeden Tag an. Auch wenn ich Statement-Ketten anhabe. Ich habe ja meistens goldene an, deswegen passt es halt. Und ja, ich liebe sie einfach. Und das ist halt für meinen kleinen Bibi-Bubu, für meinen Alessandro. Und ja, deswegen mein Favorit. Das waren meine Favoriten. Und es war jetzt ein bisschen weniger als sonst. Aber es war einfach warm. Ich habe mich nicht so geschminkt und hatte nicht so extrem Lust auf Make-up, weil es einfach wirklich zu warm war. Und wir abgesehen davon auch oft schwimmen waren. Meine Haare. Ja, egal. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Schaut in die Infobox. Ich verlinke euch wie immer Instagram, Facebook, AskFM, wo ihr mir Fragen stellen könnt. Und ich habe jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Also wenn ihr mir da irgendwas schreiben wollt, dann lasst es mich wissen. Dann schreibt mir einfach. Und ja, bevor ich hier total am Rad drehe, stehe ich jetzt auf, werde jetzt Wassermelone essen und mich dann abschminken und ins Bett gehen, weil ich sehr müde bin. Und ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat und dass ich nicht wie immer zu sehr neben der Spur war. Aber ihr kennt es ja nicht anders. Okay, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht in die Infobox zu schauen. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss!